ho, Leute! Willkommen am 24. Dezember zu unserem letzten Unboxing des 12 Pro Adventskalenders. Leute, seid ihr in Stimmung für Weihnachten? Ja, Mann, was war das für eine geile Adventszeit. Wir haben jetzt 23 Pakete ausgepackt. Ein Paket fehlt noch, natürlich das größte, aber es war schon richtig gut und ich habe schon richtig Bock auf den letzten Tag. Super geil. Und zum Abschluss sind wir auch nochmal alle hier zusammengekommen. Philipp Wollbode, Michael Neuser, meine Wenigkeit und ein Bildschirm ist leer. Wo ist Philipp Wenzel eigentlich aus der Redaktion? Ja, Philipp, wo ist er? Da tut sich was. Weiter. Was hat er denn da? Da ist unser Hauptpreis von unserem Weihnachtsgewinnspiel. Schaut es euch an. Ein geiles, geiles Schlauchboot. Das? 1,80 Meter. Sensationell. Von welcher Firma ist das überhaupt? Es ist ein Pro-Line-Schlauchboot aus der Commander-Serie. Ultra-Lightweight, wenn ich hier richtig gelesen habe. 1,80 Meter mit festem Spiegel. Zwei Kammern, zwei richtig fetten Kammern und dann hier ein Luftdruckhochboden, der auch nicht rausnehmbar ist. Der ist fest da drin angeschweißt. Das finde ich richtig gut, weil sonst hat man manchmal, wenn man schon zu viel aufgebummt hat, kriegt man den nicht mehr rein oder hat ihn vergessen oder irgendwie das knautscht sich nicht so richtig hin. Und gleichzeitig ist bei dem Boden auch gleich hier so eine Verstärkung wie so eine Art aufblasbarer Kiel. Finde ich ganz nice. Hier ringsherum laufen an den unteren Seiten so Feuerleisten lang. Das heißt, man kann es auch mal schön über den Boden ziehen, irgendwie zum Wasser. Ja, und lässt sich auch gut für einen Mann transportieren. Also, jetzt kannst du sagen, wie viel Kilo? Ich weiß nicht, wohl zu sagen. Wohlgemerkt nicht dein Gewicht, Philipp. Das interessiert die Leute da draußen weniger. Es geht ums Boot. Vielleicht, also ich würde jetzt mal schätzen, wir bewegen uns unterhalb von 20 Kilo auf jeden Fall. Ja, so 15 und 17 irgendwo. 15 okay. Und 17 hätte ich jetzt auch gesagt. Und würdest du sagen, Philipp, von der Breite passt das aufgeblasen in einen Kofferraum von einem Kombi oder Caddy? Caddy wird, glaube ich, schwierig. Man müsste es leicht anschrägen, aber ist auf jeden Fall, also das Transporter auf jeden Fall, da gibt es keine Probleme. Caddy müsste man vielleicht leicht anschrägen, aber wird auch reingehen. Passend dazu gibt es natürlich eine Luftpumpe und das Ding ist wirklich in 5 Minuten aufgepumpt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, wahrscheinlich auch schneller. Natürlich eine Sitzbank, die man hier so schön reinschneiden lassen kann. Und ja. Also Komplettpaket mit einer, sogar mit einer Tasche und diese Taschen, wo man das Schlauchboot so zusammenfalten kann. Nein, man kann es auch zusammenfalten, aber steckt es von oben rein, macht unten zu und dann hast du hinten zwei Tragegurte und kannst es wie einen Rucksack zum Wasser transportieren. Ach, das ist richtig nice, ja. Und natürlich Flickzeug ist auch noch mal einmal dabei, falls man doch gegen den Busch oder so fährt. Ich glaube, als Hauptgewinn ist das ein fetter Preis. Sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Brutal, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ja. So ein Boot ist also zum Füttern auf jeden Fall, zum Auskundschaften von Gewässern. Ich denke, wenn man mit leichtem Tackle unterwegs ist, kann man es sogar mal wagen, damit überzusetzen, würde ich behaupten. Oder ja. Was ist dein Eindruck, Philipp? Ja, auf jeden Fall, die Tubes sind richtig schön groß. Du hast hier hinten auch nochmal zum Tragen zwei Griffe. Mhm. Und hier drinnen ist nicht so wie so ein schmales Kanu, was ja bei manchen kleinen Booten so ist, dass du dann doch irgendwann anfängst so zu schaukeln, sondern ist schön breit, plan, schön flach. Nee, es geht. Also übersetzen kannst du damit auch. Spiegel für Aber es ist tatsächlich dabei. Ja auch ein Boot für mobile Sessions, ne? Wenn du sagst, die Tasche hat so ein Rucksackprinzip auch. Das ist ja dann, also wenn man mal weiter zum Angelplatz muss mit einem Trolley oder so und man sich so ein Boot noch auf den Rücken schnallen kann. Ja, da sieht man die Tasche. Mhm. Ja. Krass. Es ist wirklich richtig weihnachtlich, ne? Wirklich, das passt ja, so voll ins das Thema passt. Auf jeden Fall. 24. ein dicker Rucksack und der Weihnachtsmann, der uns das Ganze gerade gezeigt hat. Voll geil. Was hat das Teil für den Warenwert? Da bewegen wir uns, glaube ich, bei 500 Euro. Ja. Was? Das ist schon. Ich glaube, das ist eines Heiligabends würdig, können wir uns darauf einigen. Auf jeden Fall, dafür kann man jede Route stehen lassen, egal ob jetzt für den Hintern oder zum Auswerfen, das da hier. Hinter mir ist ein fetter Gewinn und geht an von euch raus, liebe 12 Pro Mitglieder. Phil, erklär uns nochmal, wer alles teilnehmen darf oder wer einfach dabei ist hier im Lostopf bei unserer fetten Aktion. Ja, wir haben es ja im Prinzip jetzt schon 23 Mal wiederholt bei den Preisen vorher. Unsere treuen Abonnenten dürfen sich freuen, dabei zu sein, eine Chance auf diesen Hauptpreis zu haben und eine Chance auf die anderen 23 Preise dieses Gewinnspiels. Wir gehen jetzt auch erstmal in die Weihnachtstage.
werden dann am 27. Dezember nach Weihnachten uns zurückmelden, auf Instagram, auf dem Instagram-Kanal von uns live gehen, dann die ganzen Preise verlosen in dieser Live-Sendung. Per Zufallsprinzip werden wir 40 Gewinner aus unseren Abonnenten ziehen. Jeden Preis mit einem Namen versehen. Wir werden im Mac noch einen Beitrag dazu machen, dass man es da auch noch lesen kann. Nicht jeder hat Instagram. Und ja, damit bleibt uns tatsächlich am Ende nur das große Trommelfeuer zu machen und zu sagen, viel, viel Erfolg, dass du einen der Preise absahnst. Wir haben es gefeiert. Das war ein geiles Gewinnspiel die letzten 24 Tage. Leute, was sagt ihr dazu? Absolut. Es hat uns große, große Freude gemacht. Ganz davon zu schweigen, dass wir auch im Austausch miteinander und voneinander viel über die Produkte gelernt haben, uns um die ein oder anderen Aspekte nochmal bereichern konnten, Perspektiven wechseln konnten. Und insofern würden wir uns wünschen, Leute, wenn ihr da draußen das auch endlich wahrgenommen habt und ja, auch von meiner Seite nochmal euch allen ganz, ganz viel Erfolg und Glück. Micha, von meiner Seite aus nochmal, du verlierst gleich das E. Ist das wahr? Ja, da sind wir wieder. Und wichtig vielleicht noch an dieser Stelle zu sagen, alle, die jetzt immer noch kein Abo bei uns abgeschlossen haben, ihr habt noch bis zum 26. 0 Uhr Zeit, ein Abo abzuschließen, Jahres- oder Monatsabo, seid dann auch noch mit im Lostopf. Also ja, mehr kann man nicht wollen, denke ich, auch von meiner Seite aus. Schöne Weihnachten euch allen und ganz viel Glück. Wir drücken jedem von euch da die Daumen hier für einen fetten Preis. Leute, macht's gut. Wir sehen uns in Kürze, denke ich mal, wieder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Mitmachen lohnt sich. Frohe Weihnachten. Das da gehört bald einem von euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.